Hi, ich bin Malcolm Ward und ich würde Ihnen gern heute ein bisschen über das Design von der neuen Ampere erzählen wollen. Lass uns mal hier vorne anfangen. Wie man hier schon sehen kann, ist ein sehr starker, sehr modernes Grafik, dominiert von unserer sogenannten Boomerang-Scheinwerfer-Grafik, die sich inspirieren lassen lässt von den Opel Flexstream und Opel GTC Showcars von den letzten 2-3 Jahren. Schöne Designelemente innen drin verstärken einfach diese wunderbare Grafik. Man kann auch schön sehen, wie der Opel Blitz in das Chrome Bar schön integriert ist, eine starke Markenidentität. Und das ganze Frontparty wirkt sehr selbstbewusst und hat ein unglaubliches satter Gefühl. Es sitzt wunderbar, sehr straff und sehr satt auf der Straße. Aerodynamik spielt eine sehr große Rolle in das Gesamtdesignkonzept für den Ampere. Zwei Teams von Design und Engineering haben sehr lange, sehr intensiv miteinander gearbeitet, über mehrere Monate, um diese wunderschöne Form hinzukriegen. Es gibt mehrere Beispiele, wie das hier schön zu sehen ist. Die scharfen Kanten in den Heckspoiler oder seitlich an den Stoßstangen unten auch. Die zeigen tolles Design, können auch mit Aerodynamik zusammenarbeiten. Andere Beispiele sind zum Beispiel das Form von den Spiegel. Es ist so geformt und gestaltet, dass der Luftwiderstand am geringsten gehalten werden könnte. In den Stoßstangenbereich ist es eine wunderschöne Form, ganz einfach, auch ganz toll, sehr aerodynamische Effizienz. Die Scheinwerfer und anderen Bereichen sind alle geschlossen, auch die Kühlergrill. Und das kann man auch hier in den Felgen sehen. Geschlossene, leichte Kunststoffe zeigen Dreidimensionalität, aber auch führen dazu, dass das Auto eine ganz, ganz tolle aerodynamische Form hat. Das einzigartige Pearl-Weiß-Diamant-Außenfarbe kombiniert wunderbar mit dem Innenraum in Jet Black. Und das wird dann untermauert mit kleinen Detail-Accents in Spice Rot. Andere Details, die diese Technologie untermauert, sind zum Beispiel diese Grafikelemente in den Türen oder die zwei Displays, die man hier vorne sehen. Einer mit Touchpad-Funktionalität oder auch der Shifter, der hier in der Mittelkonsole versteckt ist. Ein einzigartiger Interior-Konzept. Der Ampere Interior bietet 4 Sitze mit 301 Liter Ablagefläche. Und damit ist es ein ganz normaler, funktionsfähiger Fahrzeug, den man in dieser Klasse einzigartig ist. Und damit könnte dieses Fahrzeug das einzige Fahrzeug, den man als Familie braucht. Der Ampere mit seiner einzigartigen Voltec-Technologie bietet 60 Kilometer pure elektrische Fahrbetrieb und eine Gesamtfahrrange von 500 Kilometer. Das Auto ist ganz einfach aufzuladen. Man steckt diese spezifische Stecke hier vorne rein, eine ganz normale Stecke in eine 230 Volt Stecke zu Hause. Und dann nach 3 Stunden ist das Auto wieder aufgeladen und ist wieder fahrbereit. Mit den Ampere sind wir in unserem Zeitplan, den versprochenen Produktionsanfang von 2011 zu erreichen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, bleiben Sie dran.